Sie sind hier 31. August 2018, 20.23 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Thorsten Röcher erzielte den Führungstreffer für Ingolstadt. Urheberrecht Imago Ingolstadt, der FC Ingolstadt fährt gegen Aue den ersten Heimsieg ein. Während die Oberbayern aufatmen, kommen die Erzgebirgler nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Der FC Ingolstadt hat im 5. Pflichtspiel der Saison seinen ersten Sieg eingefahren. Die Schanzer gewannen am Freitagabend nach zuvor nur 2 Punkten aus den ersten 3 Zweitligapartien und dem Aus im DFB-Pokal 3:2 1:1 gegen Erzgebirge Aue und kletterten ins Tabellenmittelfeld, die Tabelle der 2. Bundesliga, Thorsten Röcher, 19. Dario Lescano, 70. und Charlison Benchop, 79. trafen vor 8.394 Zuschauern für den FCI. Pascal Testrohed, 37. glich zwischenzeitlich für die Aue aus. Dimitri Nazarov, 90. verkürzte kurz vor Schluss. Den seit saisonübergreifend 9 Zweitligaspielen sieglosen Sachsen droht mit nur einem Punkt am Wochenende der Sturz ans Tabellenende. Ingolstadt erwischte einen Start nach Maß und kam durch einen herrlichen Hackentreffer von Röcher zur Führung. Für Röcher war es das 2. Saisontor. Danach ließ Ingolstadt aber nach und Aue ins Spiel kommen. Nicht unverdient war daher der Ausgleich durch Testrohed, der nicht energisch genug angegangen wurde. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker. Ingolstadt setzte nach der Pause auf Offensive und wurde in der Schlussphase durch 2 Stürmertore belohnt. Punkt. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Ingolstadt und Aue bestellen. Hier geht's zum Spiel.